we must ensure that our streets, squares and stations are safe for women and girls. We must create the environment where victims are not afraid to report sexual harassment and violence like they would if they had become victims of robbery. And we must make sure that perpetrators are prosecuted and convicted. Nach wie vor ist in der nationalen Gesetzgebung vieler Länder es so, dass Frauen beweisen müssen, wie die Übergriffe stattgefunden haben und nicht erst einmal die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Und dass die Situation für Frauen in einem solchen Fall, die sich ohnehin ungern offenbaren und mit jemand anderem darüber reden, besonders schwierig und besonders kompliziert und besonders prekär ist. En Europe, une femme sur trois est, a été ou sera victime de violence. Et cette violence est dans la plus grande majorité des cas le fait d'un conjoint, d'un ami, d'un membre de la famille, pas forcément d'un migrant. 13 millions de femmes en 2014 ont subi des faits avérés de violence. 2014, nous étions loin de la crise migratoire. Non, la violence à l'égard des femmes en Europe n'a pas attendu les migrants pour frapper. Pour nous, au groupe SND, toutes les femmes victimes de violence doivent être défendues et tous les auteurs poursuivis, quelle que soit leur origine, leur classe, leur religion. Frauen beschweren sich seit vielen Jahren über sexuelle Belästigung am Münchner Oktoberfest. Was ist die Folge davon? So gut wie keine und auch keinerlei mediale Aufmerksamkeit. Ich sage also vielen Dank für diese feministische Unterstützung, aber das Letzte, was wir jetzt brauchen können, ist eine Schar opportunistischer Feministinnen. To tackle these big problems and to do our utmost to make equality reality, we cannot stop at proposing awareness-raising campaigns, however important and powerful those are. If we want to change the situation of women and girls in the European Union to the better, we need to tackle the legal shortcomings that still exist with regards to sexualized violence and violence against women. Wir müssen reden über eine strengere juristische Ahndung von Sexismus, darüber, dass Belästigung im öffentlichen Raum als Ordnungswidrigkeit geahndet wird, wie bei uns in Deutschland, dass Frauen künftig keine Angst mehr haben dürfen, vor Gericht zu gehen gegen ihre Peiniger und sie anzuklagen, dass es nie wieder passiert, dass die Polizei wegsieht, wenn Straftaten gegen Frauen erfolgen. So harassment of women is not a new phenomenon. Violence and discrimination in Europe predate the events in Cologne and elsewhere. I have and will always condemn these actions and whoever perpetrates them. And I am proud that my colleagues and I have been promoting action to take practical steps to address this problem. However, in all the time I have been doing this, I have never seen some of those who are shouting the loudest now standing shoulder to shoulder with me, fighting for women's rights before. ¿Van ustedes a promover de una vez una directiva europea contra la violencia de género? Porque eso es lo que necesitamos. Hacemos mal en compartimentar el espacio de la violencia. Estamos hablando de violencia contra las mujeres en espacios públicos, pero la hay porque también la hay en los espacios privados. Y hay violencia contra las mujeres porque seguimos arrastrando los clichés patriarcales que han constituido esta sociedad europea. Algunos colegas se ponen una venda en los ojos y le echan la culpa a los inmigrantes.